Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von RuneScape Mitgliedschaft. Wir haben einen neuen Start gehabt, sind auf einer Insel aufgewacht, haben eine Totenbeschwörerin getötet und sind jetzt zurück in Lumbridge. Das war früher die Anfangsstadt und freut mich, dass ich jetzt hier auch in Lumbridge starten kann. Eigentlich auch starten muss. Jetzt gehen wir mal in diese Krypta und schauen, was die Leute vorhaben. Hä? Ach. Ich habe keinen Bock. Anscheinend bin ich doch zu alt dafür. Sie werden ohne mich weitermachen müssen. Ich habe keine Zweifel daran, dass Sie gut kämpfen können, aber ich kann Ihnen helfen, Ihre Talente zu fördern. Öffnen Sie die Kampffertigkeiten in Face. Stärke tritt. Ja, ich kann hier nicht. Okay, hier findest du nur alles Schrott. Ach. Anscheinend bin ich doch halt. Ja, das habe ich schon gelesen. Also, was stand da? Hier findest du alle deine Fähigkeiten und Gebete. Wenn du im Kampf erfolgreich sein willst, musst du diese Weise einsetzen. Mit diesem Interface kannst du Fähigkeiten zu deiner Aktionsleiste hinzufügen, um sie dann bei Kämpfen zu benutzen. Linksklick auf die Fähigkeit Gemetzel und zieh sie auf deine Aktionsleiste. Jetzt kannst du die Fähigkeit Gemetzel bei Kämpfen einsetzen. Linksklick auf die Fähigkeit Überwältigen und zieh sie auf deine Aktionsleiste. Einige Fähigkeiten können nur mit Hilfe von Adrenalin eingeführt werden. Wann immer du eine einfache Fähigkeit einsetzt, füllst du deine Adrenalinleiste auf. Wenn du genug Adrenalin hast, kannst du mittlere und ultimative Fähigkeiten einsetzen. Ich werde ihnen folgen, aber nicht kämpfen. Kehren sie zu mir zurück, wenn sie verwundet sind. Ich habe etwas Essen dabei. Ja, der erste Kultanhänger benutzt eine Fernkampfwaffe, weshalb sie ihn mit dem Nahkampfwaffe angreifen sollten. Ich schaffe das schon. Gut, dann schauen wir mal, dass wir... Oh, der ist schon vorbereitet. Jetzt. Geblendet oder so etwas, hä? Oh. Werden sie mich töten? Nein, geben sie mir ihre Sachen und hauen sie ab. Ich habe ein paar Fragen. Gern, ich erzähle alles. Was haben sie dort unten im Schilde eingeführt? Ich weiß es nicht wirklich. Als Ralph war ein Messdiener hier in der Kirche, er hat etwas über die Katakomben in Erfahrung gebracht. Ich weiß aber nicht was. Vielleicht etwas darüber, wie sie gebaut sind? Kathleen hat am Turm der Magier studiert. Sie hat auch etwas gefunden, und zwar in der Ruine des alten Turms. Es stammte noch aus der Zeit, als die Magier von Samarok ihn benutzten. Kathleen und Ralph haben dann die Teile des Puzzles zusammengefügt. Sie meinten, sie hätten ein Ritual entdeckt, das sie durchführen könnten und das ihnen die Macht über Leben und Tod verleihen würde. Wir drei haben dann den Pakt abgeschlossen, so dass wir nicht alleine sein würden, egal was auch geschieht. Dann haben wir Ilona entführt, sie hat auch am Turm der Magier studiert. Kathleen kannte sie von dort. Ralph und Kathleen gehen hinab, um das Ritual
durchzuführen. Ich weiß nicht, was sie dafür suchen müssen. Genug gehört. Werden sie mich jetzt töten? Nein, geben sie mir die Sachen und hauen sie ab. Ich glaube nicht, dass es noch weitere Schwierigkeiten machen wird. Ich bin froh, dass sie ihn nicht töten mussten. Ja, komm. Das ist ein einfacher Noob. Den kann man schon ein bisschen verschonen. Ich glaube, der zweite Kultanhänger... Ich glaube, die zweite Kultanhängerin war eine Magierin. Sie sollten eine Fernkampfwaffe benutzen, um Magie entgegenzuwirken. Fragen Sie mich ruhig, wenn Sie Hilfe benötigen. Ja, das ist klar. Das nehme ich natürlich auf. Ach, jetzt muss ich alle Fähigkeiten nochmals runter. Ja, ich weiß, dass es Fernkampffähigkeiten sind. Gut. Nur eins? Okay. Gibst du mir ein bisschen Essen? Sie sind leicht verletzt, sie sollten etwas von Nahrung essen, das sie bei sich haben. Sie halten den Bogen genau richtig, jetzt können sie die zweite Kultanhängerin problemlos angreifen. Ich muss meinen Fisch essen. Den Fisch lasse ich. Ich greife dich jetzt an, du kleine Magierin. Irgendwie ist die schwach. Sehr schwach. Oh, 4 Schaden. 7 Schaden. Hat es jetzt gerade geleckt? Geht's noch? Blöde Sau. Noch sein. Gute Arbeit. Sie müssen das Tor öffnen, um die andere Galerie zu gelangen. Es sollte irgendwo eine Winde sein. Wo ist eine Winde? Pff, ich finde sie nicht. Easy. Krüge kann man nicht zerstören. Ansprechen. Worauf warten Sie? Geben Sie mir den Rest. Ich habe ein paar Fragen. Wieso sind Sie so eine Schlampe? Wer sind Sie? Ich bin die Magierin Kathleen. Genug gefragt. Ja, die Magierin Kathleen. Also gut, jetzt gönnen Sie mir schon den Rest. Die töte ich. Auf dem Weg nach draußen kam die zweite Kultanhängerin an mir vorbei. Ich glaube nicht, dass sie noch weitere Schwierigkeiten machen wird. Ich bin froh, dass sie nicht töten mussten. Ich glaube, der dritte Kultanhänger ist ein Schwerkämpfer. Nahkämpfer lassen sie sich am besten mit Magie bekämpfen. Sprechen Sie mit mir, wenn Sie Hilfe brauchen. Du willst ja nur, dass ich meinen Fisch esse. So, dann... Ja, das sind die magischen Fähigkeiten. Easy. Jetzt kannst du die Fähigkeiten Plage beim Kämpfen einsetzen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und? Jetzt können wir entweder da oder da drüben noch runter. Der Trank ist fertig. Wo sind die anderen? Also, alle sollten anwesend sein. Lass mich gehen. Halt die Klappe. Oh, ich habe die schöne Maske. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Ihr schlimmster Albtraum, Sie Zamorakische Abschaum. Ja, ich bin mal böse.
Dies wird ihr Grab werden, Abenteuer. Der Blue Pack ist nicht aufzuhalten. Einfach mal ein bisschen zaubern. Wir zaubern ein bisschen schnell. Sie ein bisschen tot. Wir machen immer die gleichen Bewegungen. Was ist das eigentlich? Ich hab gar nicht gemerkt, was es ist. Es ist automatisch deshalb, okay. Dachte schon. Man kann also mit einem Stab nicht zaubern, nicht mehr zaubern. Man muss seine Fähigkeit einsetzen. Okay. Ich wollte immer mit Zauberstäben kämpfen. Sie haben mich geschlagen, Abenteuer. Und jetzt machen Sie dem Ganzen ein Ende, vollpackt. Vollenden Sie den Blue Pact in dieser Gruft. Ich töte Sie nicht. Ich bin einfach einer, der... Ja. Sie genug bestraft mit meinen Fähigkeiten. Nein, jemand muss sterben. Der Blue Pact muss vollendet werden. Jetzt sauft er. Er hat sich einfach umgebracht mit seinem Trank. Hilfe! Binden Sie mich los, damit wir hier abhauen können. Ja, Ilona retten. Kann man das auch böse durchspielen? Den Göttern sei Dank, wir sind draußen. Ich dachte, ich würde dort unten sterben. Sie haben mir das Leben gerettet, Unbekannte. Ich danke Ihnen. Nun, Abenteurerin, Sie haben es geschafft. Als Belohnung sollten Sie die Waffen der Kultanhänger behalten. Oh, ich zerschrotte Sie. Möchten Sie mich noch etwas fragen, bevor Sie zu weiteren Abenteuern aufbrechen? Was wird jetzt in den Katakomben geschehen? Ralph hat es geschafft, mit seinem Tod das Ritual abzuschließen. Er hat den unteren Bereich der Katakomben geöffnet, wo es jetzt von Untoten nur so wimmelt. Ohne einen Nekromanten, der sie anführt, werden sie die Kreaturen der Gruft nicht verlassen. Ich werde Paten Antek warnen, niemand dort hinabzulassen. Sie hingegen sind ein Abenteuer. Wenn sie möchten, können sie sich in die Gruft begeben und gegen die Kreaturen kämpfen. Was soll ich jetzt tun? Durch das Ritual der Kultanhänger wurde der untere Bereich der Katakomben geöffnet. Ah, das haben wir schon. Ja, soll ich die Belohnung abholen? Klar. Auf Wiedersehen, Abenteuer. Du hast das Abenteuer der Blutpakt abgeschlossen. Okay, wir haben die Sachen bekommen. Stärke, Verteidigung, Fernkampf und Magiezugang. Zwei Schatzjägerschlüssel. Abenteuerpunkte 2. Du hast dir die Wegfinder-Kapuze verdient. Du hast dir den Wegfinder-Mantel verdient. Du hast eine EP-Lampe erhalten. Du kannst daran reiben, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Klick hier, um deine Fähigkeiten zu sehen. In RuneScape gibt es mehr als 25 Fähigkeiten. Wenn du diese trainierst, kannst du mit der Zeit immer neue Tätigkeiten einführen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 3, 27. Okay. Du kannst jederzeit an dieser Lampe reiben, um die Epe zu bekommen, die dann enthalten sind. Klick hier, um die Karte für das Magnetnetzwerk zu öffnen. Klick auf den Magneten, um dich zu den Zielort zu teleportieren. Varrok, okay. Gibt's auch mal ein bisschen Pause? Ich will mal ein paar Sachen erforschen.
Linksklick auf diese Schaltfläche, um die Weltkarte zu öffnen. Auf der Weltkarte siehst du alle Hauptfeatures der Spielwelt. Um die Karte zu erkunden, brauchst du nur die Maus zu bewegen, wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst. Benutzt du dein Mausrad, um rein und raus zu zoomen. Ja, das Affenatoll ist immer noch. Also. Nein, das ist nicht das. Hä, ist das weg? Es gab doch irgendwo mal etwas, das man betreten konnte und dann irgendwas aufbauen kann, ein Schloss und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Das ist einfach dieser Dschungel. Ja, auf jeden Fall muss ich halt auch wieder ein bisschen reinkommen. Ich kann euch auch weiterhelfen, so viel ich kann einfach. Und es gibt viel zu entdecken. Was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ich werde wahrscheinlich nicht alles holen. Ich werde wahrscheinlich Sachen verpassen und so weiter, aber ja, ich bin halt einfach ein Let's Player und Livestreamer, der auch wenig Zeit hat eventuell, um alles zu entdecken. Wir werden schauen. Also ich werde eben auf euch hören. Ihr dürft gerne Wünsche äußern, Sachen vorschlagen, mir Tipps geben, wenn es nicht gespielt ist. Und ja, etwas will ich. Es gibt immer noch, glaube ich, das Ding, dass man so Umhänge bekommen kann. Und glaube ich, beim ersten Mal bekommt man bestimmt super Umhänge. Da möchte ich gerne irgendwas Cooles, einen coolen Umhang zuerst haben. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einen auswählen. Ich werde auf jeden Fall die schweren Fähigkeiten trotzdem machen. Wenn es langweilig ist, können wir auch das mal in einem Livestream machen oder so etwas. Ja. Was sind April Monde? Waterbird Insel. Mondinsel. Piratenbucht. Was ist die eingeschlagen? Ist auch neu? Ich glaube, es ist nicht so neu. Da ist der Turm des der Magier. Die Gilde der Champions. Der Drachentöter. Experten. Ja, das Bergbaugebiet. Festung der Schwarzen Ritter. Ja, das Taverley. Okay. Ja, haben wir viel zu entdecken, hä? Die Legende erklärte, was die verschiedenen Kartensymbole bedeuten und eine Menge an Informationen zu kontrollieren, die auf der Karte angezeigt werden, kannst du die kleinen Kästchen anklicken, um die Symbole an- oder auszustellen. Gut. Ja, raus, hä? Okay. Aktuelles Frugi 27 hat die Stufe 99 in Schmieden erreicht. Ach, jetzt werden immer das angezeigt. Cool, freue mich schon. Ich mag es in das Spiel nicht so, wenn immer alles muss natürlich kommentiert werden. Eben, oh, der ist Lineage geworden, der hat das Achievement und so weiter. Tragen. Tragen. Ho. Ich bin der Magier.
schön. Sprich mit Gideon. Bete in der Kirche östlich vom Platz von Farok. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, bitte, was verkaufen Sie denn? Sicherheitsbuch. Ja, sicher. Neulingskarte. Ah, das ist der Wegweis. Okay, der hat nur Schrott. Marktwache? Suan. Guten Tag, meine Liebe, guten Tag. Ich bin da der, ja. Ich bin in der privilegierten Position, Ihnen das Beste und exotischen Waren anbieten zu können. Glaubst du auch Bomben? Könnte ich sie eher sehen? Neue Auren. 1000 Sasser, 60.000 Punkte. Ja, ja, das können wir später machen, wenn wir einen Monat haben. Benny. Kann ich bitte eine Zeitung haben? Wie viel kostet denn eine Zeitung? Wie viel kostet? Jetzt habe ich schon gesagt. Nur 50 Goldmünzen, wenn das nicht ein Schnäppchen ist. Möchten Sie eine? Nein, danke. Wie Sie meinen, ich habe noch genügend andere lesbare Kunden. Ja, das ist mir egal. Aber 50 Gold für, für eine Zeitung, dann steht nicht mal etwas Gescheites drin. Ja, eventuell halt ein paar Tipps und weiß auch nicht, was da drin war früher. Der Zwerg ist sehr beschäftigt mit einem handwerklichen Detail und achte gar nicht auf dich. Kaufen Holzcontainer. Ja. Bitterfisch. Ein. Ich wette, ich werde bestohlen irgendwo. Maximus, der Großmeister. Harold von H. Varok. Willkommen in Varok, gnädige Frau. Womit kann ich Ihnen dienen? Hallo, es ist mir ein Vergnügen. Was machen Sie hier? Ich bin froh, dass Sie gefragt haben, denn mir steht die Ehre, zu Harold von Varok sein zu dürfen. Ich übernehme die wichtige Aufgabe, die Regeln und Gepflogenheiten des Königinhofs aufrechtzuerhalten, sei es bezüglich königlichen Veranstaltungen oder Heroldsumhängen. Heroldsumhängen? Was ist denn das? Es gibt nichts Schöneres und Strebenswertes als ein Varok, Herold, ein Varok Heroldsumhang. Nur diejenigen, die die Ehre Varoks in Dienst und Pflichtbewusstheit aufrechterhalten, bekommen ein. Da dürfen sie sich natürlich mit angesprochen fühlen. Wenn ihre Taten besonders förderlich für die Stadt waren, können sie ihn sogar persönlich anpassen. Möchte ich sie einen von diesen feinen umhängen? Ja, wieso nicht? Klar, ich nehme einen. Als gezeichnet, schauen wir mal, für was für Anpassungen wir es vornehmen können. Farbe. Voraussetzungen. Gunnars Grund steht von Araf, der Mond hätte. Beenden. Ansehen. Ha, ich habe einen besseren Mann als du.
hast aber nicht so einen guten. Yeah. So, im nächsten Part machen wir dann weiter. Ich will da mal noch ein bisschen herumschauen. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Wollen Sie handeln? Ein Eisenhelm. Holzkunde. Ich will was rausnehmen. Oh. Mein Freund. Der Gewischer. Nein, er will nicht mit mir reden. Wer ist das hier? Steht gar nicht. Stadtschreier. Hört, hört! Spielemoderatoren stellen sich als große Hilfe für Spieler von Runusk. Spielemoderatoren, haha. Ich bin Let's Play Moderator. Ist das auch etwas fürs Spiel? Oh, hallo, liebe Einwohner von Runuskop. Sie sind hier, um etwas über Spielemoderatoren herauszufinden. Oder möchten Sie lieber etwas über die siesigen Gesetze erfahren? Ja, ja. Ich möchte etwas über die Regeln. Ja. Können Sie mir einen Ratschlag mit auf den Weg geben? Falls Sie jemanden dabei beobachten, wie er oder sie gegen die Regel verstößt, müssen Sie uns diese Person melden. Gibt es noch etwas, das Sie fragen wollen? Erzählen Sie mir etwas anderes. Ja, also, dann tun wir noch das. Erzählen mir Sie etwas über Spielemoderatoren. Sollte eigentlich allen klar sein, aber eben, ich will ja eigentlich gründlich sein, oder? Natürlich, was möchten Sie wissen? Was ist ein Spielemoderator? Spielemoderator sind eigentlich ganz normale Spieler, so wie Sie. Da Sie uns bewiesen haben, dass Sie vertrauenswürdig sind und regelmäßig Regelverstöße melden, wurden Sie allerdings von Shaggett dazu eingeladen, die Geschehnisse im Spiel zu überwachen und etwaige Verstöße zu ahnden oder zu melden. Spielemods erkennt man an den silbernen Kronen, die im Chatfenster von Ihren Namen zu sehen sind. Wenn dort keine silberne Krone zu sehen ist, handelt es sich auch nicht um einen Spielermod. Für weiterführende Informationen sollten Sie das Kompendium auf der Runescape-Website besuchen. Vielen Dank! Was können Spielemoderatoren? Spielemoderatoren, auch Spielermods genannt, können Regelbrecher stummschalten. Außerdem werden Meldungen zu Regelverstößen, die von einem Spielmod abgeschickt wurden, von den Shaggex Kundenbetreuung mit höherer Priorität behandelt, sodass sie schnell bearbeitet werden. Des Weiteren haben Spielermods Zugriff auf die Spielermod-Zentrale. Dann finden sie Hilfsmittel, die sie bei ihrer Tätigkeit als Moderator unterstützen. Zu diesen Hilfsmitteln gehören ein Forum, das nur RuneScape-Moderatoren zur Verfügung steht und die Verhaltensregeln für Spielemoderatoren. Vielen Dank. Gibt es noch etwas? Ja, ja. Vorsicht beim Duell mit Magiern. Schwere Rüstungszeugs können die Verteidigung gegen Magie entscheidend schwächen. Gibt es noch etwas? Nein, danke. Gut. Ich will ja auch ein bisschen das Let's Play spannender machen. Ich werde mal nicht Nahkampf wählen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ihr denn gerne sehen wollt. Und ja, wieso, was ich noch so einbauen könnte. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Rollenspiel drin. Die Stimmen habe ich schon ein bisschen Ding. Es ist klar, dass es halt manchmal auch ein bisschen Fehler gibt und so, aber ich schaue, dass ich jedem eine andere Stimme gebe und werde auch Sachen machen, die halt nicht so andere Spieler machen,
die ihr wahrscheinlich auch nicht machen würdet und so weiter. Und ihr dürft jederzeit natürlich überspringen, wenn es euch langweilig ist. Und im Livestream könnt ihr auch eben vorbeischauen, jeden Tag. Sollte es schon gehen, manchmal hart Pausen. Und ja, also tägliches Projekt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Parts. Ihr auch? Danke. Ja, dann sagt der Dragobasser Tschüssi und jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.